Ich denke, ihr habt noch Dienst. Wo ist Vater? Mami, ich muss dir was sagen. Es ist nämlich was passiert. Der Herr ist von der Kriminalpolizei. Wir sind überfallen worden. Wo ist Vater? Ihr Vater ist erschossen worden. Er ist tot. Komm, Annie. Sie will mit dir sprechen. Soll ich nicht lieber später wiederkommen? Nein, nein, geh nur rein. Aber wenn sie sich hingelegt hat, dann... Bitte, Karl. Ja. Wie viel Geld war es denn? An die 2 Millionen. 2 Millionen? Dafür muss man ja dann direkt Verständnis haben, dass da ein Menschenleben keine Rolle spielt. Wie lange fuhr Ihr Vater diese Geldtransporte? Seit 5 Jahren. Für mich ist Geld immer nur gedrucktes Papier. Hans. Na, Annie. Das ist mein Bruder. Guten Tag. Der Herr ist von der Kriminalpolizei. Ach nee. Kriminalpolizei? Wieso denn? Ist irgendwas? Irgendwas passiert? Komm rein, Hans. Also, was ist? Es ist ein Überfall gewesen. Auf den Geldtransport. Was? Ja, es ist doch unmöglich. Wie kann man denn so einen Wagen überfallen? Der ist doch gepanzert, fährt mitten durch die Stadt. Wie ist denn das passiert? Falsche Polizeibeamte haben den Wagen angehalten. Ach, das ist ja ein Ding. Und die haben den Wagen entführt. Ja. Und dann ausgeraubt. Ja, der Wagen ist außerhalb von München gefunden worden. Und neben dem Wagen ihr Vater. Tot. Er ist erschossen worden. Was? Ja, Hans.